Wie sieht seine Zukunft aus? Nach dem eindeutigen Votum der Berliner für den Flughafen muss der Senat jetzt liefern, prüfen, was möglich ist. In der vergangenen Woche forderte die Senatskanzlei alle Fachressorts auf, eine Einschätzung zu erarbeiten, mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist, wenn Tegel weiter betrieben wird. Kosten, Lärmschutz, Klagen, aber auch der Abschied von Wohnungsbau, neuen Kitas, Schulen und einem Technologiepark. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Dafür aber verkündete Senatssprecherin Claudia Sünder jetzt den Namen des Mannes, der auf Grundlage dieser Einschätzungen die Zukunft Tegels juristisch bewerten soll. Als Gutachter mit Fachexpertise, nicht als Schlichter, wie sie betonte. Heute ist ein weiterer Schritt unternommen worden, um die Umsetzung des Volksentscheids Berlin braucht Tegel ordentlich vorzunehmen. Der Senat hat den Sachverständigen Herrn Dr. Stefan Peto gewinnen können, die wichtige Funktion eines Gutachters zu übernehmen. Der Gutachter ist damit beauftragt, eine juristische Einschätzung vorzunehmen. Ihm werden die Folgenabschätzungen aus den einzelnen Fachressorts des Senats vorgelegt und er wird auf Basis dieses Materials eine Bewertung vornehmen. Und deswegen, das ist an dieser Stelle ganz wichtig, handelt es sich um einen Gutachter und nicht um einen Schlichter. Ich würde das gern noch ein wenig erläutern, wenn Sie gestatten. Als der regierende Bürgermeister im Abgeordnetenhaus den Fünf-Punkte-Plan vorgestellt hat, wie mit diesem Volksentscheid umgegangen werden kann, um glaubwürdig und transparent einen Weg zu zeigen, die Situation zu lösen und den Aufgaben nachzukommen, wurde unter anderem vorgeschlagen, einen runden Tisch einzurichten, den ein Schlichter betreut hätte oder eine Kommission. Es waren beides Vorschläge, die Vorschläge waren offen formuliert. Relativ zügig gab es eine Reaktion aus der Opposition, die den runden Tisch für keine für sie akzeptable Lösung gehalten hat. Und damit, ohne das bewerten zu wollen, ist aber ein runder Tisch vergleichsweise wenig sinnvoll, wenn sich nicht alle Akteure an einem solchen Verfahren beteiligen. Aus diesem Grund wurde die Variante des runden Tisches zunächst mal nach hinten gestellt und darüber nachgedacht, wie ein solches Verfahren dann aussehen könnte. Und im Ergebnis wird eben heute Herr Dr. Stefan Peto, er war Richter am Bundesverwaltungsgericht, seine Arbeit beginnen. Ebenfalls in dieser Woche werden die drei Flughafengesellschaften Berlin, Brandenburg und der Bund zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, um über den Umgang mit dem Tegel-Volksentscheid zu beraten. Dabei hatte Brandenburg bereits im Vorfeld klargemacht, einen Weiterbetrieb Tegels abzulehnen und im Gegenzug das Brandenburger Volksbegehren zum Nachtflugverbot von 2012 wieder aus der Kiste zu holen. Aus Sicht der Opposition ändert das jedoch nichts an dem klaren und eindeutigen Auftrag der Berliner an den Senat, den Weiterbetrieb Tegels zu prüfen. Die Einsetzung eines Gutachters sei da nicht zielführend. Mich überrascht ein wenig, dass einen Monat nach dem Volksentscheid der Senat nicht etwa einen Plan zu seiner Umsetzung vorstellt, sondern einen Gutachter vorstellt, der die eigenen Untersuchungen, die in den Senatsverwaltungen angestellt wurden, noch einmal überprüfen soll. Das klingt ein bisschen nach Hinhaltetaktik, das klingt nach künstlichem Verzug. Was wir brauchen, ist eine klare Haltung und auch einmal ein klares Bekenntnis dieses Senats zum Volksentscheid, zum Bürgerwillen, der darin zum Ausdruck kam, damit er gegenüber Brandenburg und gegenüber dem Bund auch überzeugend auftreten kann. Denn darum geht es. Es geht vor allem um eine Frage des politischen Willens und nicht darum, das 25. Gutachten in Auftrag zu geben. Das heißt, genau dieses Auftreten erwarten Sie auch am Donnerstag bei der außerordentlichen Gesellschafterversammlung? Es ist Aufgabe des regierenden Bürgermeisters, es ist Aufgabe des gesamten Senats, die übrigen Gesellschafter von der neuen Position Berlins, also der Offenhaltung von Tegel und ihrer Notwendigkeit zu überzeugen. Das muss dann auch in dieser Gesellschafterversammlung stattfinden. Dort wird man sich auch anhören müssen, welche Bedenken Brandenburg vorbringt, welche eigenen Ansprüche Brandenburg in anderen Angelegenheiten wie dem Nachtflugschutz in Brandenburg erhebt. Und dann wird man sich verständigen müssen. Darum geht es. Es ist eine politische Frage in erster Linie und nicht so sehr eine juristische. Das heißt, Sie sehen das durchaus auch als sinnvoll, Verhandlungsmasse, dass der eine eben das Nachtflugverbot quasi auf der Agenda hat und der andere den Volksentscheid hier in Berlin?
Also ich halte es jedenfalls für verwerflich, dass jetzt so getan wird, als würde das Brandenburger Volksbegehren das Berliner Volksbegehren aufwiegen oder aufheben. Ich finde es vollkommen legitim, dass die Brandenburger darauf verweisen, dass auch sie ein eigenes Interesse hinsichtlich des Betriebs des BER haben. Ich halte das auch in der Sache für schwierig, aber darüber wird man dann miteinander verhandeln müssen. Und um diese Verhandlung wird es in nächster Zeit gehen. Und das ist ein politischer Sachverhalt und kein so sehr juristischer. Interessant ist, dass es jetzt ein Gutachter ist. Vorher war es ja als Schlichter gedacht, nach dem Motto, wir haben hier einen gesellschaftlichen Konflikt, so wie in Stuttgart 21, ist beides nicht der Fall. Gutachter finden wir gut. Peter ist auch sicher ein interessanter Mann, aber Gutachter gehören in einen Parlamentsausschuss. Wir fordern den Sonderausschuss für ein Flughafensystem. Da kann auch gerne Herr Peter seine Verwaltungsexpertise einbringen. Aber dass er für den Senat jetzt arbeitet, auch gegen Entgelt, und dann sozusagen alles zu bewerten, was schon da ist, aus meiner Sicht dann auch im Ergebnis wohl einseitig, hilft uns in dieser Situation nicht weiter. Sie meinen also, dass der bezahlt, auch das Ergebnis damit kauft? Ich will das so nicht unbedingt zwingend unterstellen, aber die Logik ist eigentlich meistens da. Und es ist eigentlich schade, dass sich sozusagen Herr Peter da so in süßer Form einspannen lässt. Er ist sicher ein guter Mann, aber als solcher, finde ich, ist es besser, wenn er in einem parlamentarischen Sonderausschuss sozusagen seine Expertise mitteilt, zusammen mit anderen. Ich halte es auch nicht für gut, dass die CDU jetzt einseitig in ihrer Fraktion Gutachter antreten lässt, sondern wir sollten das alles im Parlament erörtern, mit allen Fraktionen im Sonderausschuss. Nun haben wir diese Woche eine außerordentliche Gesellschafterversammlung. Dort soll die Zukunft Tegel ein Thema sein. Was erwarten Sie konkret von dieser Gesellschafterversammlung? Also erstmal klingt Gesellschafterversammlung ja ganz schön. Wir müssen aber feststellen, es sind keine Unternehmen, sondern es sind Politiker, die da sitzen. Und sie müssen dem Votum des Volkes Genüge tun. Das heißt, wir erwarten, dass der Berliner Senat als Vertreter der Bürger Berlins darauf pocht, sozusagen, dass das Unternehmen alles tut, diesen Volksabstimmungsbescheid umzusetzen. Und wir finden es schade, dass jetzt versucht, Rot-Rot-Grün über die rot-rote Landesregierung sozusagen, ja, wir würden ja ganz gerne, aber Brandenburg macht nicht mit. Das ist uns zu einfach und zu billig. Das ist nichts weiter als der weitere Versuch, Zeit zu gewinnen. Und wir sind dafür, dass wir hier nicht mehr über das Ob sprechen müssen, ob Tegel offen bleibt, um das irgendwie noch mal lang zu prüfen, sondern uns geht es darum, wie Tegel offen bleibt. Und daran ist zu arbeiten. Daran muss auch jetzt die Regierung, die rot-rot-grüne Regierung in Berlin arbeiten, dass Tegel offen bleibt und die Frage zu klären, wie das effizient umgesetzt werden kann. Es geht hier immerhin um die Umsetzung eines Volksentscheides mit über 56% der Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Offenhaltung von Tegel aussprechen. Und das muss, wie gesagt, umgesetzt werden. Und wenn es dann im Verlauf auch der Verhandlungen mit Brandenburg und in dem Bund offene Fragen gibt, kann man immer noch darüber sprechen, in welcher Weise ein Gutachter da ein sinnstiftendes Ergebnis mit beitragen kann. Aber zunächst mal geht es darum, dass die Verwaltung das umsetzt, was die Berlinerinnen und Berliner wollen, nämlich dass Tegel offen bleibt. Das heißt, Sie sehen noch mit Sorge ein bisschen der außerordentlichen Gesellschafterversammlung am Donnerstag entgegen? Ja, das Problem, was ich bei dieser Gesellschafterversammlung sehe, ist, dass sie aufeinander sozusagen warten. Dabei ist die Sachlage klar. Tegel muss offen bleiben und auch die Gesellschafterversammlung wird sich in ihren Beschlüssen danach richten müssen und sich das auch verabreden müssen, wie Tegel offen bleibt. Und diese Fragen sind zu klären. Und das erwarte ich von der jetzt kommenden Gesellschafterversammlung im Moment nicht. Nun ist die Ausgangslage ja auch nicht wirklich einfach. Berlin will eigentlich nicht, das wissen wir. Daraus hat der Senat auch kein Hehl gemacht. Brandenburg will sowieso nicht, das haben sie heute auch schon wieder deutlich gemacht und haben auch gleichzeitig gesagt, wenn ihr denn Tegel aufmachen wollt, das Buch, dann machen wir das Buch Lärmschutz wieder auf. Ein Volksbegehren, was schon Jahre her ist, das damals in Brandenburg lief. Ja, und der Bund hat momentan wahrscheinlich gar keine Haltung, weil es die Bundesregierung in der Form ja noch nicht gibt, die neue. Die Koalitionspartner ins B stecken ja erstmal nur in Sondierungsgesprächen. Also dann fangen wir doch mal an mit Berlin. Bei Berlin ist nämlich die Sachlage klar, weil Sie gerade sagen, Berlin will Tegel nicht, reden wir davon, dass diese rot-rot-grüne Regierung vielleicht Tegel nicht will. Aber die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner will das. Also sind die Ersten, die einen Plan entwickeln müssen, Landesentwicklungsplan, Haushaltsmittel bereitstellen, zum Beispiel für den Lärmschutz, um voranzugehen mit Tegel. Und dann ist das Gespräch
zeitgleich auch mit Brandenburg zu suchen, wo mir in der Tat die Haltung von Brandenburg völlig unklar ist. Einerseits wollen sie das Nachtflugverbot von BER ausweiten, andererseits wollen sie nicht Tegel haben und eine dritte Startbahn wollen sie auch nicht. Also irgendwie ist nicht klar, was sie wollen. Und da ist nun mal Brandenburg besonders gefordert, sich mal dazu auch zu positionieren. Und vielleicht werden sie bei einer Prüfung dieser Sachlage auch feststellen, dass Tegel auch für Brandenburg große Vorteile bringt. Und ich glaube dann, der dritte Player, wenn er sich dann sortiert hat, der Bund, wird diesen sachlichen Vorteilen dann durchaus folgen. Die Fraktionsvorsitzende der Linken sieht in dem jetzt berufenen Gutachter naturgemäß ein gutes Instrument im Ringen um die Zukunft Tegels. Von der anstehenden Gesellschafterversammlung erwartet Carola Blum keine Überraschungen. Die Bundeskanzlerin hat ihre Position gesagt zur rechtlichen Bewertung. Auch das Land Brandenburg sagt seine Position, hat sie nicht verändert. Auch wir haben unsere Haltung nicht verändert. Dennoch ist es ein wichtiger Punkt des transparenten Umgangs von Berlin mit dem Volksentscheid, nach dem Volksentscheid. Und es wird ja in der Folge nach der Gesellschafterversammlung am Donnerstag, dann am 6. Januar auch die gemeinsame Kabinettssitzung und die gemeinsame Sitzung der PLAKO, also des wichtigen Gremiums der gemeinsamen Landesplanung geben. Und insofern ist das ein nachvollziehbares Vorgehen. Das Ganze schaut sich dann der unabhängige Gutachter an. Und ich finde, das ist ein gutes Vorgehen, wo alle sich auch vertreten fühlen. Der Eiertanz zum Tegel wird weitergehen. Klare Entscheidungen sind erst einmal nicht zu erwarten. Eine baldige Eröffnung des BER aber auch nicht, sodass hier unabhängig vom Volksentscheid noch viele Flieger starten und landen werden.